Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Daddybox und heute geht's mal. Mir hat ein Zuschauer geschrieben, eine Video-DM, ich sollte mal ein Video machen über meine Ausbildung, beziehungsweise über Ausbildung halt. Wie gesagt, ich bin auch noch in der Lehre, beziehungsweise jetzt die nächsten ein, zwei Monate fertig. Ich mache Maler- und Lackierer-Ausbildung, habe mit 2016 angefangen. Und jetzt aber 2019, 3 Jahre. Und ich zeige euch einfach mal jetzt so ein paar Sachen von mir, so Platten und ja, also halt künstliche Sachen. So. Also ich bin jetzt kein Künstler, aber ihr wisst ja, was ich damit meine. Ich habe hier dahinter ja drei Platten mal. Also dann, hey, ja, kommt mit. Also erstens, Lehrjahren sind keine Herrenjahre. Auf jeden Fall, ich bin froh, wenn ich die Ausbildung fertig habe. Aber auch irgendwie schade so ein bisschen, weil man muss sich dann einen neuen Job suchen und du musst dich auch mit dem Noten, was du bei den Prüfungen abschließt, auch bewerben für eine Arbeitsstelle und so. Und ja, letztes Jahr, Oktober, hatte ich eine Zwischenprüfung. War halt gerade nicht der Oberhammer, aber laut den Noten hätte ich es bestanden. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt mal die drei Platten. So, erstmal, das ist so, habe an der Schule halt gemacht, so Mendel. Und ja, sieht man das überhaupt? Ja. Dann habe ich hier eine Wärmedämmungsplatten. Also, wie halt so, so Dämmungen aufgebracht werden, so an der Wände von den Häusern. Man sieht halt auch die Stufen, wie es am Anfang aussieht, dann so. Und ja, das ist Putz, das ist Farbe, also ist aber weiß gestrichen, dass man den Unterschied sieht. Und das ist Spachtelmasse, glaube ich, oder so Kleber, nochmal, ich weiß gerade nicht so genau, das sind so Gewebe, das ist alles was laber ich, Alter? Dass das halt alles stabil bleibt. Ja, ich habe dafür, glaube ich, jetzt, was habe ich gekriegt? 2,5, 2. Also auf jeden Fall sieht schon nice aus. Nein, doch. So Leute, und hier habe ich eine andere Platte. Das ist eine Spachteltechnik. Die Platten, war nur mit der Spachtel aufgetragen, die Farbe. Ganz dünn halt, wie gesagt. Und es ist auch aschglatt, wie Fliese fast. Das ist auch das Sinn dabei bei einer Spachteltechnik. Auf jeden Fall, da habe ich auch dafür ein 2 bekommen. Das ist blau-grau. Blau-grau, ja, sowas. Eben 2 bekommen und es spiegelt auch leicht. Es wird auch am Ende noch poliert mit sowas. Und ja, für das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, bin ich richtig erstaunt über mich. So Leute, das war das Video mal heute über die Ausbildung sozusagen. Und ich habe, ja, so für die Prüfung, naja, man sollte sich halt nicht Sorgen machen oder Angst machen, so was Prüfungsängste, das kennen viele. Man sollte es einfach ruhig angehen, mit dem Kopf darüber nachdenken, was die genau für Fragen, was die halt wissen wollen genau bei der Theorie. Man sollte es einfach gelassen angehen und sich keinen Stress machen. Ja, ich habe so Mitte drin, so ich weiß nicht, ob ich es bestehe oder nicht, aber ich habe erst so ein bisschen ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Ihr werdet auf jeden Fall, wenn die Prüfungen vorbei sind, werdet ihr darüber auch informiert, ob ich es bestanden habe oder nicht. Leute, das war das Video von mir und ja, Leute, dann bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.